Herzlich willkommen in Herzogenbuchsee zum internationalen Testspiel zwischen dem FC Basel 1893 und dem SC Austria Lustenau. Die Ersatzbank ist nicht nur improvisiert, sondern in beiden Halbzeiten prominent bestückt. Da Urs Fischer in seinem ersten Spiel als FCB-Trainer mit zwei komplett unterschiedlichen Mannschaften spielen lässt. Und bis zum ersten Tor von Matias Delgado dauert es gerade mal 2 Minuten und 3 Sekunden. Der FCB tritt entschlossen auf. Wir haben uns vorgenommen, den Match zu gewinnen. Und zwar zu null gewinnen. Das hat uns, oder ist uns nicht ganz gelungen. Aber wir haben das schon angesprochen. Für mich sind das Vorbereitungsspiele natürlich. Muss man dementsprechend auch gewichten. Das Resultat spielt nicht immer eine Rolle, aber gleich versuchst du, ja, das positiv zu gestalten. Also von dort her haben wir die Aufgabe eigentlich sehr gut gelöst. Wir haben gesehen, die Mannschaft war sehr, sehr zusammengewürfelt. Zum Teil haben Spieler auf Positionen müssen spielen, die sie noch nie gespielt haben. Ich denke aber, sie haben ihre Sache sehr gut gemacht. Jeder ist 45 Minuten zum Einsatz gekommen. Und ja, ein kleines Selbstvertrauen nimmt man auch aus den Vorbereitungsspielen, wenn man sie gewinnt. Also es ist dann schon auch eine gewisse Wichtigkeit, eine gewisse Bedeutung hinter einem so einem Vorbereitungsspiel. Per Handpenalty erhöht Delgado nach 10 Minuten schon auf 2:0. Für den Trainer geht es bei diesem ersten Test um Zuordnung und Positionsspiel. Wir haben gesehen, Spieler, die auf einmal Position vom Kollegen übernommen haben, weil er nicht zurück haben müssen. Um das ist es gegangen, dass die Mannschaft sehr solidarisch miteinander umgeht. Und den Eindruck habe ich bekommen. Also von dort her hat mir das wirklich sehr gut gefallen. Moussa Aras ist für das dritte Basler Tor in der ersten Halbzeit besorgt. Und wie ist es mit dem Rhythmus? Spürt man, dass die Beine noch etwas schwer sind im ersten Spiel nach der Sommerpause? Auf jeden Fall. Ja. Die 2 Wochen Ferien merkt man schon. Das Wichtigste ist, dass man wieder klein kommt. Klar, läuft noch nicht alles hundertprozentig. Einsatz gibt ein paar Sachen, die der Trainer schon angesprochen hat, dass man die gut umsetzen können. Und ich glaube, das ist uns nicht schlecht gelungen. Jetzt hast du irgendwelche Erkenntnisse, die man daraus gezogen hat? Ja, sicher. Ja. Also, neuer Trainer, oder? Hat eine neue Philosophie. Und ich hoffe, das hat man schon ein bisschen gesehen im Spiel, was wir da genau umsetzen wollen. Und wir arbeiten daran. Wir haben noch 3 Wochen Vorbereitung und die werden hart, aber ich denke, wir werden es gut umsetzen können. Was ist für dich anders oder neu? Ja, es sind viele kleine Sachen, die natürlich anders sind. Jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, seine eigenen Prinzipien, die er umsetzen will. Und wir werden ihn noch besser kennenlernen, wie er es da genau sich vorstellt. Und dann hoffe ich, kommt das gut. Das schönste Tor des Nachmittags erzielt Adama Traoré mit dem 4:1. So wird der erste Test des FC Basel zur rundum geglückten Sache. Ja, doch, es war gut. Es war sehr heiß und darum war es recht anstrengend. Aber wir haben eigentlich gut gespielt. Ein bisschen viel Fehlpass im Spielaufbau, aber hinten haben wir nicht grosse Zulassung. Und ja, es war gut. Nach dem Spiel gibt es für die jungen Fans Autogramme und für die Spieler Instruktionen des Trainers. Ich hatte auch wieder Zeit haben und dann kann ich ein bisschen. Ja, natürlich, aber auch wenn oben aus wie alles gut, der Anfang ist geschafft. Zufriedenheit herrscht bei den Spielern, bei den Fans und nach diesem ersten Test auch beim Trainer. Ich habe mich aufs erste Training gefreut. Ich habe mich unheimlich aufs erste Spiel gefreut. Ja, weil schaffst du ganze Wochen und am Wochenende ist irgendwo ja, das Leckerli und das habe ich geniessen. Und ich muss sagen, die Mannschaft hat mir dadurch ja, Freude bereitet, wie sie heute sich präsentiert hat. Das Leckerli, Sie sind sich schon schön mit Basel am Identifizieren. Ja, ich hatte vorher gerade eine Diskussion, wo es ein bisschen um meinen Dialekt gegangen ist. Ich bemühe mich. Ein kleiner Tipp, möglichst bald an, ein bisschen in die Länge ziehen von Basel. Ja, habe ich auch gehört. Ich habe sogar ein Basler-Deutsch-Wörterbuch bekommen. Ich habe sogar schon 2-3 Seiten an.